Assalamu alaikum, eine neue Folge, wie das Alphabet, arabische Alphabet. Heute haben wir eine Folie, wo die Namen nicht dabei stehen, wo man es nicht ablesen kann. Schauen wir mal, was jetzt in euren Kopf geblieben ist, für die, die es lernen wollen, die die Zeit versuchen, das Internet sich herzunehmen und das lernen. Ich lese es vor. Elif, Bä, Tä, Se, Jim, Ha, Cha, Del, Zel, Ra, Se, Sin, Shin, Sod, Dod, Ta, Ve, Ein, Rein, Fe, Kof, Kef, Lam, Mim, Nun, Wow, He, Lamelef, Ye. Inshallah, habt das ein bisschen drauf. Versucht es mal, diese Folie jetzt zu bearbeiten, nicht die vorige, weil bei der vorigen stand der Name da, da lest du den Namen ab und das natürlich nicht, sondern versucht jetzt das euch mal so einzuprägen. Wie ihr jetzt sehen könnt, sind hier einige Buchstaben rot geschrieben, wenn die anderen schwarz sind. Ich hatte das letzte Mal schon ein bisschen angeschnitten bei der ersten Saison. Und das haben wir helle Buchstaben und dunkle Buchstaben genannt einfach. Und zwar liegt ein Unterschied, die einen werden weich ausgesprochen, die anderen werden hart ausgesprochen. Und die, wo rot sind, werden einfach hart ausgesprochen. Ha, Cha, Sod, Dod, Ta, The, Ein, Rein. Und bei den anderen hellen, die werden weich ausgesprochen und die werden auch mehr so mehr E-mäßig betont. Elif, B. Natürlich, andere würden sagen, Elif, Ba, Ta, Sa. Wir nehmen die feinere Art, das lässt sich auch im Koran dann besser später bei der Aussprache viel und besser unterscheiden, wenn ich alles nur mit A lerne. Elif, B, T, Se, Jim, Del, Zel, O, Se. Fe, Kef, Lam, Mim, Nun, Wow, He, Lamele, Fie. Jetzt haben wir zwei Buchstaben, die grün markiert sind, nämlich das Ra und das Le, weil das kann einmal, kann ich hart aussprechen oder weich. Re, Ra, Le, La für Lam. Okay, das ist so nebenbei. Das werden wir nachher einfach später auch noch weiter so lernen, dass man ein bisschen hart ausspricht, die weich ausspricht. Ich wiederhole es noch einmal. Elif, Bä, Tä, Se, Jim, Ha, Cha, Del, Zel, Ra. Se, Sin, Shin, Sad, Dad, Ta, Ve, Ein, Rein, Fe, Waf, Kef, Lam, Mim, Nun, Wow, He, Lamelef, Ye. Probieren wir es nochmal zusammen. Elif, Be, Te, Ze, Jim, Ha, Cha, Del, Zel, Ra, Ze, Sin, Shin, Sod, Dod, Ta, Ve, Ein, Rein, Fe, Gof, Kef, Lam, Mim, Nun, Wow, He, Lamelef, Ye. Okay, natürlich das Problem, wenn ihr spricht, das kann auch keiner korrigieren, ob ihr es jetzt falsch aussprecht oder nicht. Ist natürlich beim Internet ein großes Problem. Ihr könnt mich zwar hören und versuchen nachzuahmen, aber ob es dann so ankommt, ist eine andere Sache. Deshalb kann ich euch anbieten, wer sich prüfen lassen möchte, wie die Aussprache ist, könnt ihr Kontakt über Instagram aufnehmen. Der Instagram-Account von uns ist hier ansar.nbg. NBG steht für Nürnberg, die Abkürzung für Nürnberg. Also ansar.nbg. Und dann können wir mal, wer dann Interesse hat an persönlichen Unterricht, an Zweimannunterricht, können wir da Kontakt aufnehmen und können wir schauen, wie wir es da am besten machen. Vielleicht dann über WhatsApp, wo wir dann Sprachnachricht austauschen können oder auch Live-Schaltung machen können, je nachdem, wie ihr wollt. Ich biete es einfach an, könnt das annehmen oder nicht, wie ihr es wollt. Dann beenden wir diese Saison. Assalamu alaikum, ala misalli ala Sayyidina Muhammad.